Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge Häufchen mit unseren Österreich-Ungarn. Und ich habe gesehen, ich muss hier mal ein bisschen was ändern, was die Armeeaufstellung angeht. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht so machen. Wir werden mal den hier abziehen, nee, das war der falsche. Den da. Die werden wir mal hier an die Grenze setzen. Und die werden wir mal verlängern, so. Hier müssen wir dann nämlich auch mal eventuell Krieg führen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gut. Ja, so sollte es passen. Und du hier? Komm, den setzen wir auch hier einmal quer drüber. Das passt schon. Können wir den hier mal verlängern? So. Müssen wir mal die Farbe ändern, ne? Das wäre ganz praktisch. So, lala. So, wir fordern Galizien, dann würde ich als nächstes Siebenbürgen fordern. Bin mal gespannt, ob wir das bekommen oder nicht. Jetzt machen wir erstmal weiter. Problem ist, Rumänien wird von ziemlich viel größeren garantiert. Müssen wir mal gucken. So, und dann hier noch. Bukowina, wo ist denn das? Bukowina, ich sehe es gerade nicht. Dobrutschka, Bessarabien. Ach, da. Das gehört auch noch dem. Okay. Gut zu wissen. Allerdings müssen wir hinten auch mal weitermachen eigentlich. Wir werden erstmal Siebenbürgen fördern. Werden wir hier mal Beziehung verbessern. Und so einen Typ da reinstellen. Mal gucken, ob das was bringt. Und dich stellen wir mal um. Du musst mal ein bisschen bei den Deutschen spionieren. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Damit wir mal hier mal einen Überblick haben. Mich würde nämlich interessieren, was die schon hier an Schwerpunkten haben. Die scheinen mir erstmal auf Gummi zu gehen und sowas. Was ja auch nicht schlecht ist für uns. Und wir haben schon jede Menge Fabriken. Das ist gut. Ah, ich würde gerne noch ein paar. So. Oh, karlistisches Spanien ist weg. Da werden nicht etwa die Demokraten gewinnen. Sowjetisch? Okay, aber die sind doch schon sowjetisch. Interessant. Mal bin ich mal gespannt, was das noch wird. Das könnte noch interessant werden. So, was machen wir denn hier jetzt als nächstes? Wir gehen mal hier auf die Infanterie. Und hier. Kann man hier noch gebrauchen? Eigentlich die Leichenflugzeuge. So, hier läuft. Okay, bin mal gespannt, ob die uns das geben. Was uns zusteht, oder ob da immer noch dieser eine Bug ist, dass das nicht richtig funktioniert. Müssen wir mal gucken. Ansonsten. Steigt das hier noch? Ja, ne? Halt sehr, sehr, sehr langsam. Aber ich hoffe, das stört nicht weiter. Mit wem sind die so verbündet? Ach, von Frankreich wird denn garantiert. Okay. Ist nicht schon ein Bündnis? Nö. Sieht man vielleicht, ob die irgendwo hingehen? Ne, die haben noch gar nichts gewählt. Okay.
Interessant. Hier können wir noch nichts machen. Hier, Forschung, genau. Machen wir das mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Können wir hier noch was machen? Nö. So, schauen wir hier mal kurz rein. Okay. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Artillerie schon? 700. Rumänien tritt 7 Bürgen ab. Sehr schön. Oh, Portugal gibt es auch Krieg. Können wir mal Pause machen? Danke. Oh, Italien erklärt Griechenland den Krieg. Okay. Jetzt haben wir jede Menge Gratisgebiete bekommen. Ist das jetzt Kerngebiet? Nö. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder besetzte Staaten. Ist das richtig? Ja. Müssen wir hier mal ein bisschen erhöhen, oder was? So. Ach, wir haben keine Garnison, deswegen. Das ist natürlich ungünstig. Ich danke vielmals. Anspruch auf Slowenien. Was denn gerade? Bla bla bla. Okay. Ist die Frage. Rumänien garantiert ist aber ungünstig. Das heißt, die kommen alle in den Krieg dann, theoretisch. Siehst du das richtig? So, verlängern wir das hier. Machen wir den Marsch auf die Städte. Danke. Und wieder ein Stück größer. So, ist die Frage, was machen wir als nächstes? Kombina fordern. Freigrafschaft Burgund, okay. Venedig, da müsste man gegen die Deutschen und so vorgehen, das ist ein bisschen ungünstig. Einheimische Industrie beschützen. Unterstützen, nicht beschützen. Ich glaube, wir gehen erstmal jetzt auf die geheime Wiederbewaffnung, würde ich sagen. So, was macht mein Typ da? Der hängt da unten noch rum, okay. Dann bauen wir hier mal ein Spionagenetzwerk auf. Dann lassen wir die mal da arbeiten. So. Das spanische Direktorat ist ja recht stark, wie es scheint. Hier unten die Volksrepublik. Wird es nicht etwa gewinnen? Okay, ist die Frage. So. Sollen wir uns mit denen anlegen? So, wir haben immer noch Waffenstillstand. Bis wann geht er? Hm. 17. Juni 38, bald zu Ende. Oktober. Okay. Hat jemand Ansprüche jetzt? Nee, ne? Gut, dann werden wir uns schon mal nicht angreifen. Frage mich gerade. Oh, jetzt können sie hier das umgehen. Oder ist schon umgangen? Keine Ahnung. Gute Frage. Was bauen wir hier für? Sieht man leider nicht so genau. Kroatien, bla bla bla, Westbanat, Slowenien, Dalmatien, okay. Kriegspropaganda, nö. Nee, kann man das mal ausmachen?
Oh, Mexiko gibt es auch Bürgerkrieg. Gut, gut. Was machen wir eigentlich unsere Flugzeuge? Können wir das mal erhöhen? So. Gucken wir mal, ob wir was da haben. Müsste ja eigentlich ein bisschen. Ach so, wir haben keine Truppen. Ha. Dann kann das natürlich nichts werden. Brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Truppen, bevor man hier irgendeinen Krieg führen kann. Alles andere ist irgendwie sinnlos. Sonst stirbt man wieder viel zu früh. Das will ich ja vermeiden. Das läuft. Dauert es noch. Dann gehen wir hier mal in das Militärische der Flugzeuge. Luftüberlegenheit. Ja. Wiederbewaffnung, wir ein paar Truppen wiederbekommen. Ah, krieg ich Spieler, Armee Erfahrung. Ja, komm, machen wir das mal. So, jetzt kriegt man hoffentlich wieder ein paar Truppen. So, wie schaut es denn hier aus? Ja, wir haben halt keinerlei Garnison. Erhöhen wir das mal. Ist halt sehr bescheiden. Eieiei. Jetzt brauchen wir halt gar nicht so, das ist das Problem. Mir fehlt halt an Truppen. Aber sowas von. Na, jetzt steigt das hier halt ohne Ende. Ah, jetzt geht's runter. Sehr schön. So gefällt mir das. Jetzt kriegt man hier endlich die Leute rein. Dann sollte das ja mal sinken langsam. Okay. Mehr Fabrikleistung ist super. Weiß gar nicht, warum hier was kaputt ist. Ach so, wegen den Widerständlern wahrscheinlich. Oh. Spanisches Direktorat hat gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber okay. Und da haben die neutralen Portugiesen gewonnen mit ihrem Standardbaum. Ja, super. Alle führen immer noch Krieg. Die spanische Kommune führen die Krieg. Okay. Die haben den Angriffspakt widerrufen. Wieso das denn? Da muss ich gleich mal die Beziehung wieder verbessern. Und nochmal einen Typen hinschicken. Wir haben eine sehr hohe Spionage, das ist gut. Oh, die führen Krieg miteinander. Macht den ihr dann auch mit? Nö. Okay. Mal gucken, wann die Danzig gegen Krieg oder Danzig machen. Danzig über Krieg so rum. Ich schätze mal, das hier wird da alles im Gang, oder? Würde ich jetzt mal tippen. Wenn ich das jetzt mache, das könnte man ja auch entgehen, indem man einfach Krieg erklärt, ne?
Marsch an die Küste. Chemiefabriken, noch ein Forscherteam. Bauplätze. Schwierig. So ganz ohne Truppen angreifen? Die haben kaum Truppen, kann das sein? Jawohl, die haben doch schon einiges. Aber die haben auch keine Rekrutenreserven. Fällt mir ein, ich wollte noch was umbauen. Und zwar hier. Kavallerieunterstützung. So. Wenn ich hier Artillerie reinmache. Ah, der fehlt auch an. Zurück. So, jetzt machen die bald ihr Bündnis, wie es scheint. Ich würde gerne hier mit reinkommen irgendwie. Das wäre doch super. Unterschiedliche Ideologie, ja, das ist das Problem. Müsste ich dich da wieder abziehen, das ist auch doof. Hören wir nochmal den diplomatischen Druck. Vielleicht kommen wir ja ins Bündnis oder so, das wäre natürlich auch super. Oh, wir können auf Teilmobilwagen gehen. Kann man hier noch was ändern? Nee. Da brauche ich Vertrag von bla bla. Ich würde aber gerne direkt auf die frühe Mobilmachung gehen. Ach nee. Das ist besser tatsächlich. Und hier habe ich immer noch nichts ausgewählt. Komm, gehen wir auf die Übereinkunft. Man könnte es zwar auch umgehen eigentlich. Aber ich mache das erstmal so. Ich will erstmal gucken, was die Deutschen und so machen. Und die Italiener. So, im Oktober müssen wir ja aufpassen. Was die machen. Dann machen wir direkt nochmal einen Nicht-Angriffspakt. So, haben wir jetzt erstmal Ruhe wieder. Nee, machen wir aus, danke. Kümmern dann erstmal endlich. Da weitermachen. Mal Leute kriegen. Rekruten. Welche synthetische Raffinerie? Habe ich überhaupt Öl? Sagen wir mal so. Ja, ich habe sogar ein bisschen Öl. Das ist doch nicht schlecht. Wolfram war für Kanönchen. Also die Artillerie meine ich natürlich. Wir haben jede Menge Fabriken jetzt, sehr gut. Können wir langsam mal anfangen da auszubauen. Ich würde gerne noch ein bisschen Infrastruktur ausbauen. Als möglich. Ah, es bringt alles nicht so viel her. Eins gerade mal. Da.
Da ist das gute Zeug. Bauen wir das mal hier so dazwischen, bitte. Danke. Wo kann man noch? Reicht das so? Gerne mal voll ausbauen. Wie schaut es denn hier aus? Einer nur, okay. Machen wir das auch so. Und hier? Kriegen wir da was raus? Nee. Okay, das kann man lassen. Ansonsten? Nee. Wie schaut es eigentlich mit Verteidigung aus? Haben wir überall Siemer da oben. Wow. Ja, das sollte halten. Dann würde ich direkt mal... Wo kann ich noch? Ich sehe nichts. Da. Hier so. Das da hinten ist dann wurscht. Erstmal. So würde ich sagen. Für den Anfang. Dann sollen die erstmal bauen. Komm, machen wir jetzt die synthetischen noch. Das können wir sicherlich noch gebrauchen. Oh, da ist Widerstand. Da fehlt's an Leute. Shit. Das ist echt ein Problem. Sehr nervig. So, da haben wir den Nicht-Angriffspakt wieder. Hier oben können wir das Ganze auch gleich nochmal machen. So. So, dann können wir hier mal schauen, ob wir da was Schönes machen können. Armee infiltrieren. Lieber die zivile Verwaltung. Schon mal vorbereiten. Ach, wir können hier auch mal weitermachen, ne? Wir haben ja genug Fabriken eigentlich. Unsichtbare Tinte machen wir. Kann man jetzt hier schon was mehr sehen? Ja, nicht so wirklich. Und machen wir hier direkt weiter. So, wie schaut es denn hier aus? Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Artillerie. Dringend. Und wir können mal noch mehr davon holen. Im Waffenportugal. So. Oh, die vierte Internationale. Okay. Was macht ihr so? Verbieten jetzt den Kommunismus. Ach, die sind hier hinten beim nationalen Block lang gegangen. Okay. So, ich bin mal gespannt, was die sagen dazu. Ist das jetzt durch? Weiß es nicht. Mobile Kriegsführung ist das hier. Ne, das sind die Panzer. Artillerie. Schlachtplan, mobile Kriegsführung. Das ist alles nicht das, was ich möchte. Forschung für Artillerie. Infanterie. Das wäre gut eigentlich, ne? Sturmgewehrschwerpunkt. Sturmgewehr, leichte Artillerie. Einen der folgenden. Okay, dann ist es wurscht. Mobile Kriegsführung brauche ich nicht wirklich.
Ich will Feuerbelegenheit, aber das kriege ich nicht. Das ist total bescheiden. Nee, dann lassen wir das. Also hier müssten wir eigentlich auch mal runter. Das lassen wir noch. Gehen wir erstmal jetzt hier runter. Ich hätte gern diese schönen Sachen. So, jetzt müsste ja... Konnten die Unterstützung von der rumänischen Regierung für eine Überarbeitung des Vertrags von Trianon in einigen Punkten sichern. Alle Beschränkungen, die in denen unser Militär belegt war, sind aufgehoben. Die internationalen Waffeninspektoren haben das Land verlassen und das Kriegsministerium hat erste Pläne für leichte Erweiterung unserer Armee entwickelt. Sehr geil. Jugoslawische Reich protesten, oder? Der jugoslawische Botschafter hat die folgenden Noten übermittelt. Die Regierung von Jugoslawien blickt mit großer Sorge auf die jüngsten Entwicklungen in Österreich-Ungarn. Der Vertrag von Trianon garantiert seit langem den Frieden und die Stabilität in der Region. Die jugoslawische Regierung akzeptiert zwar grundsätzlich, dass Nationen die Möglichkeit haben sollen, über ihr eigenes Schicksal zu bestimmen, doch wir müssen Österreich-Ungarn mit allem Nachdruck auffordern, sich an die Bedingungen des Vertrags zu handeln. Die Folgen einer weiteren Destabilisierung der Region könnte sehr schnell aus Kontrolle geraten. Schön für sie. Ja, sehe ich auch so. Jetzt haben wir geheime Wiederbewaffnung. Okay. Und Einkauf vom Blend. Das andere ist jetzt weg. Richtig? Richtig. So, wenn wir dann genug Punkte haben, können wir hier direkt das nächste nehmen. Das hier ist sogar besser. Komisch, dass ich das hätte nicht nehmen können. Ist auch komisch gelöst. Begrenzte Exporte. Nee, das können wir erstmal lassen. So, jetzt sollten wir ja Truppen reinbekommen. Normalerweise. Selbstmordpill? Nö. Partisanabwehr. Effekte Widerstand stärken, war 25, nee. Gefangennahmechance feindlicher Agenten. Die auf Baupläne stehlen. Bilden erstmal die Abteilung, würde ich sagen. Und hier können wir auch mal die Leute reinnehmen. Dann schauen wir mal. Dauert zwar jetzt eine Ewigkeit. So, haben wir noch Waffenstillstand. Jo, Hammer. Was macht die jetzt Schönes? Okay, was das anscheinend? Ah, das sinkt jetzt, ne? Faschistisch. Okay. Oh, Griechenland hat schon kapituliert. Und die Fangalisten haben gewonnen. Okay. Ah, sehe gerade wieder. Sollten mal Schluss machen wieder für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es da weitergeht. Ciao.